gehen da mal hoch zu... Zum Kurierdruiden. Zum Kurierdruiden und dann gehen wir mal ganz hoch. Guck, da war der andere. Wie bitte? Oh, der andere. Ne, es sind noch zwei andere jetzt. Wow. Das ist ja krass. Ist ja Wahnsinn. Wir sollten auch mal gucken. Ey, jetzt können wir bald den Weltenboss killen. Ja. Zu dritt. So, ja, der Grundstein ist gelegt, ja. Müssen wir jetzt da noch irgendwie was machen, um die in den Knast zu bringen, oder ist das jetzt schon passiert? Ich würde sagen, das ist schon passiert. Wir reden jetzt erstmal im Kurierdruiden, würde ich sagen. Also die Quest ist auf jeden Fall abgeschlossen jetzt. Ja. Keinen Schritt weiter! Huch. Ich sehe genau, was ihr vorhabt! Wie könnt ihr nur so mit einem Kurierdruiden des Senators umgehen? Dokumentendiebstahl, was ist nur los mit euch? Das hier ist das Herz der Republik. Die größte Bastion der Demokratie in der ganzen Galaxis. Ich tue das Richtige. Ich bin unschuldig. Geht. Jetzt. Sag's, Oberster. Ja. Ich bin hier, um die Republik zu schützen. Indem ihr das Gesetz brecht und die politischen Prozesse unterwandert, fällt mir schwer zu glauben. Ich kenne Leute wie euch und euer Geschwätz, die wahre Republik zu schützen. Ganz egal, wie unbeliebt Senator Pavels Pläne auch sein mögen, die Prinzipien der Republik geben ihm die Freiheit, diese Ideen zu äußern. Das ist mir egal. Sieht so aus. Das ist nur ein Job. Ja, aber es gibt ihm die Freiheit, diese Pläne zu äußern, aber nicht im gegen das Wille des Volkes, diese umzusetzen. Genau. Also im Prinzip verrät er hier wirklich die Republik und, nee. Richtig. Ne? Das ist eben uns vollkommen egal. Die Jedi kämpfen für Frieden, nicht für Freiheit. Dann solltet ihr erkennen, dass der Plan des Senators der beste Weg zum Frieden für die Republik ist. Aber die wirklich Schuldigen sind die paranoiden Fanatiker, mit denen ihr euch eingelassen habt. Zu denen gehöre ich nicht. Ihr habt recht. Euer Boss ist der Fanatiker. Jo. Senator Pavel ist der wirklich Schuldige. Ich sage es ein letztes Mal. Senator Pavel hat jedes Recht, seine politischen Pläne zu verfolgen. Es wäre ein Verbrechen, sein Paket zu stehlen. Es ist noch nicht zu spät, dass ihr umkehrt und das Richtige tut. Ich könnte vergessen, euch überhaupt gesehen zu haben. Ich habe hier ein Paket mit alten Landwirtschaftsstatistiken. Gebt mir das Paket des Senators und bringt euren Freunden das hier. Was? Bitte sag, dass das andere auch noch helle Seitepunkte. Och nö. Ich helfe euch. Helle Seitepunkte, der Senator wird stürzen. Böse Seitepunkte. Was? Och, komm schon. Ja, das können wir halt nicht das anders machen. Das ist so dumm. Das ist halt wirklich behindert. Alter. Können wir den noch nachher irgendwie von dem Steg werfen? Wir schauen mal, was sich da machen lässt. Der Senator kann fortfahren. Fürs Erste. Ich bringe die falschen Unterlagen zurück. Ihr tut Boah, das Richtige. Ich bin froh, dass ihr die fehlgeleiteten Absichten dieser Fanatiker erkannt habt. Im Namen des Senators und meiner Wenigkeit, vielen Dank und viel Glück. Wie viel wetten wir, dass das ein Sith war? Hätten wir aber wahrscheinlich gemerkt. Huch, Moment wahrscheinlich. Mal. Moment mal. Wir haben hier eine Quest. Senatorin, verstehen Sie doch, die Reparatur von Coruscants Infrastruktur ist grün-stumpfwinklig. Wir brauchen eine schwarze Winkelhalbierende, um die rote Parallele zu erreichen. Das ist zwecklos. Ich verstehe kein einziges Wort. Ich ja. bitte um Geduld, Mathe. Wenn ich mich unverständlich ausdrücke. Ich formuliere es klarer. Die unteren Ebenen sind äußerst beunruhigend und voller Unfälle. Aktive Helfer können das Problem lösen. Ich gebe auf. Habt ihr eine Ahnung, was der Botschafter-Droide sagen will? Botschafter-Droide? Sehe ich aus wie ein Übersetzer? Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Man könnte dieses Spiel so als Arschloch spielen. Oh Gott. Ja, sehe ich aus wie ein Übersetzer? Auch wieder so die Halt-die-Fresse-Antwort. Wieso ich und nicht jemand anderes? Keine Ahnung, aber selbst die Protokolldroiden können diese Sprachmuster nicht entschlüsseln. Ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Ich bin Senatorin Oranda und das ist Pataka von der Gree-Enklave. Bevor ihr fragt, die Gree sind ein entlegenes Volk von Isolationisten. Sie waren am Bau von Coruscants ursprünglicher Infrastruktur beteiligt. Wir haben sie um Hilfe bei den Reparaturen gebeten. Und sie haben diese Droiden geschickt. Und die Gree sprechen in geometrischen Begriffen.
Offensichtlich. Oder umschreiben zumindest alles. Reparaturen? Ist das nicht unter eurer Würde? Warum die Hilfe von Außenstehenden? Oh Gott. Ich krass. Nimm's erste. Welche Teile der Infrastruktur müssen denn repariert werden? Energie, Wasser und Müllverarbeitung. Dinge, die fürs Überleben dieser Welt unabdingbar sind. Der Krieg hat große Teile Coruscants verwüstet. Die Enklave benötigt Rohstoffe und bietet dafür die Umkehr von Coruscants gelb-konkaven Zustand an. Zu diesem Zwecke stehen wir für einen weißen Scheitel bereit. Gree-Droiden scheinen in Gree-Mustern zu sprechen. Ich muss dieses Kauderwelsch verstehen, um Coruscant wieder aufbauen zu können. Ich drücke mich einfach aus und bitte um Verständnis. Der Handel steht vor großen Schwierigkeiten. Meine Repräsentanten werden bei den Reparaturen angegriffen. Feuer, Schäden, Furcht. Können Sie mir folgen? Droiden werden angegriffen? Die Welt ist nun mal gefährlich. Das verstehe ich nicht. Ach komm, wir sind nicht geistig behindert, nimm's Oberste. Genau. Etwas Bedrohliches hindert euch bei der Ausführung eurer Aufgabe? Das ist eine zutreffende Annahme. Ihr Verständnis ist wirklich gut. Coruscant ist auf diese Reparaturen angewiesen, um weiter zu bestehen. Pataka, die Repräsentanten müssen diese Gefahren einfach überwinden. Unmöglich. Meine Repräsentanten brauchen Hilfe von jemandem, der Feuer, Schäden und Chaos gewohnt ist. Eine schwarze Winkelhalbierende, verstehen Sie? So jemand ist sicher nicht leicht zu finden. Ich werde den Repräsentanten helfen. Eine schwarze Winkelhalbierende? Ich verstehe es auch nicht. Kann der Senat denn nichts ausrichten? Ich würde sagen, wir bieten mal unsere Hilfe an. Wir wissen zwar eigentlich nicht wirklich, was der will, aber... Nein, der will einen Soldaten. Der will da eine Eskorte haben für die Droiden, die den Spaß wieder aufbauen. Genau. Das kann ich erledigen. Ich werde die schwarze Winkelhalbierende mit nützlichen und wertvollen Dingen entlohnen, die es nur in der Enklave gibt. Meine Repräsentanten werden Ihnen Ihre schwarzen Kugeln erklären. Das sind kühne und gewagte Missionen. Sprechen Sie mit ihnen und hören Sie zu. So, neuer Codex-Eintrag. Gree. Spezies Gree. So, faszinierend. Wie gesagt, wenn ihr es euch durchlesen wollt, Bild anhalten und dann einfach... Noch eine Quest? Oh ja. Krass. Dort gehe ich nie wieder hin. Nicht nochmal zum blauen Neuneck. Jetzt bin ich gelb-konkav. Mein Rahmen ist für alle Zeiten beschädigt. Und wofür? Undankbare Menschen. Du wurdest beschädigt? Blaues Neuneck? Was? Du wurdest beschädigt. Wie hast du dir diese Schäden zugezogen? Feuer, Rauch, Klingen. Die Bewohner der unteren Ebene haben mich unzählige Male angegriffen. Meine Rückkehr ist ein Wunder. Ich gehe nie wieder dorthin. Coruscants Wasserversorgung ist zum Erliegen gekommen. Pataka gab mir den Befehl, die unterbrochene Wasserversorgung in der unteren Ebene zu reparieren, um das Wasser zum Fließen zu bringen. Ich hatte schon einen Plan, um Patakas Befehl zu erfüllen. Alles war eine orangefarbene Kugel, bis ich die untere Ebene erreichte. Dann wandelte es sich zu einer grünen Senkrechten. Aha, also Kugeln sind anscheinend etwas Positives, sozusagen wirklich reibungslos, was war. Und orange ist eine positive Farbe. Und dann zu dem Grün, zwar auch eine positive Farbe, aber eine Senkrechten. Das heißt, es wurde eckig, es lief also nicht mehr glatt. Wow. Alter, bin ich gut. Das ist Wahnsinn. Bist du in Schwierigkeiten geraten? Erzähl mir von dem Plan. Was? Das Zweite. Wie wolltest du die Wasserversorgung wieder reparieren? Ich habe ein Gerät erschaffen, das die Genialität der Gree zeigt. Es eignet sich perfekt für die nötigen Reparaturen. Pataka hat mir nichts von den tödlichen Feinden in den unteren Ebenen erzählt. Die vielen Angreifer und Waffen zeigten mir, dass ich dort nicht willkommen bin. Ich konnte der schwarzen Sonne entkommen und das Gerät ist noch intakt, aber die Reparatur steht noch immer aus. Coruscants Wasserversorgung braucht dringend mein Gerät, um wieder zu fließen. Nein, nein. Ja, der ist selber Zeug von seinem Gerät. Oh Gott, ich kann dir helfen. Wie viel ist dir die Reparatur wert? Oh Gott, ohne mich. Das klingt wie ein Prostitutionsangebot in dem Kontext. Wir sagen einfach mal, ich kann dir helfen. Oh Gott, ich will da gar nicht drüber nachdenken. Kann ich dein Gerät zur Wasserversorgung bringen? Boah!
schwarze Winkelhalbierende an? Die Erfindung wie an. Oh, Scheiße. Und bringen Sie sie an der Wasserversorgung an. Sie müssen zuvor jedoch ein paar Ventile in der Nähe haben, um keine Explosion auszulösen. Seien Sie vorsichtig, die grünen Senkrechten der schwarzen Sonne greifen sicher an. Ich wünsche Ihnen eine blaue Tangente und eine unversehrte Wiederkehr. Ja, ja. Behalt lieber deine blaue Tangente. Gehen jetzt mal. Oh Gott, wir gehen jetzt mal zu unserer Meisterin. Ich will weg von diesen gruseligen Droiden. Oh Gott. Ach ja. Schön, schön. Ja. Wieso muss es immer alles so zweideutig sein? Das ist, was soll man denn da denken? Oh Gott. So. Jetzt schauen wir aber mal. Wow. Das ist groß. Das ist groß. Da waren wir ja auch schon mal, glaube ich. Aber wir müssen jetzt... noch nie in der zweiten Ebene. Stimmt. Wow. Groß. Das ist sehr aufwendig gemacht. Quasi ein Rettung, als wollte jeden Moment jemanden auf die Fresse geben. Hey, Trandoshana zum... In der Tat. zu, sind nun mal Jäger. Und die jagen alles. Egal. So. Atros Finn. Ah, ja. Der Masturbations-Alien. Gut, ihr seid zurück. Habt ihr es gefunden, das erste Nötikon? Gefunden und sogar benutzt, oh Gott. Wie ist Jurons Zustand? Nicht ohne Schwierigkeiten. Ja. So, wie...